Guten Abend am Donnerstagabend. Auch heute waren wir vom Schleswig-Holstein-Magazin wieder im Lande unterwegs, um Sie zu versorgen mit Neuigkeiten und Informationen. Hier ein Überblick über das, was auf Sie zukommt. Und jetzt schalten wir ganz schnell mal rüber nach Lübeck. Dort sind heute zum ersten Mal die Bürger der Hansestadt unterwegs in ihrem neuen Einkaufscenter der Königpassage. Thomas Wilhelm, jede Menge los? Ja, das ist aber heftig. Hinter mir sieht man die Lübecker in Warenscharen, haben sie heute um 11 Uhr die neue Königspassage gestürmt. Bürgermeister Bouteiller hat das blaue Band durchstritten und danach sind sie wohl zu Zehntausenden hier durch das Einkaufszentrum gebummelt im Herzen der Altstadt mit 3 Dutzend Geschäften, teils exklusiv, schöne Restaurants. Hier war Volksfeststimmung mit Live-Musik, es gab Rosen, es gab Luftballons und Lebkuchenherzen für alle. Wir melden uns gleich wieder live aus der Königpassage im Herzen der Altstadt von Lübeck und damit zurück nach Kiel. Die Betreiber der neuen Königpassage in Lübeck. Gestern wurde der neue Konsumtempel mit Glanz und Gloria feierlich eröffnet. Heute können zum ersten Mal die Bürger der Hansestadt ihre Mark im neuen Einkaufs- und Schlemmerparadies lassen. Und wo was los ist, da ist der NDR nicht weit. Vor Ort in Lübeck wartet Thomas Wilhelm. Ja, wir melden uns wieder, liebe Zuschauer, aus Lübecks neuer Königspassage. Und bei mir ist Mr. Krauser. Mr. Krauser, Sie vertreten die Investoren, 5 Holländer. Denen gehört die neue Passage. Warum investieren Sie 100 Millionen in Lübeck? Sie investieren hier in Lübeck, weil hier in Lübeck hat es hat gefehlt, hier in der Innenstadt, eine Einkaufspassage, eine moderne Einkaufspassage. Und es gab diese Möglichkeit hier, diese Einkaufspassage zu schaffen. Und diese Gelegenheit haben Sie wahrnehmen wollen. Gute Kaufleute. Hoffentlich. Ist das Risiko nicht auch relativ hoch? Die Mieten sind nicht ganz billig. Ein Hauptmieter ist bereits abgesprungen. Wer füllt die Lücke? Also, es ist zu bedauern, dass wir, Sie sprechen nicht wahr vom Headlager, dass wir diese Lücke haben. Aber wir sind ganz zuversichtlich, dass wir sie in den letzten Wochen regeln können. Ganz kurz, wie ist Ihr Marketingkonzept? Wie wollen Sie neue Kunden nach Lübeck locken? Ich glaube, dass die Einkaufspassage selbst dieses Phänomen schaffen kann. Und das sieht man in anderen europäischen Ländern und Städten. Also Sie glauben kein Flop, sondern Erfolg? Sicher. Toll, toll. Danke. Ja, liebe Zuschauer, und mein Kollege Tim Elbert hat sich umgesehen in Lübecks neuer Königspassage und stellt sie Ihnen vor. So präsentierte sich die Königpassage in der Lübecker Königstraße heute Morgen zur Eröffnung. Und so kennen die Lübecker das gleiche Gebäude vor dem Umbau seit über 40 Jahren als Verlagshaus der Lübecker Nachrichten. Darunter historische Gewölbekeller und wertvolle Gemälde aus vergangenen Jahrhunderten. Ein Grund für die Denkmalschützer, in den vergangenen Jahren Sturm gegen das Projekt der Königpassage zu laufen. Doch die Gemälde des Rittersaales fielen nicht der Abrissbirne zum Opfer, sie wurden in die Verkaufsräume integriert. Wo sich vor 700 Jahren Bürger von Rang und Namen versammelten, werden nun Kochlöffel und Küchenaccessoires verkauft. Eine Lösung, die zwar kaufmännisch Sinn macht, den Denkmalschützern aber immer noch ein Dorn im Auge ist. Die Betreiber hingegen glauben, mit dem 100 Millionen Mark Projekt kaufmännisch Lübeck die Krone aufgesetzt zu haben. Auf 10.000 Quadratmetern Gewerbefläche haben sich 33 Betriebe angesiedelt, über 3 Etagen verteilt. 8.500 Kubikmeter Beton und 750 Tonnen Stahl wurden verbaut. 7 Jahre haben die Planungen gedauert. Gemischte Reaktionen nun bei den Lübeckern. Sehr schön, bloß wissen Sie, in der Mitte, das mag ich nicht so sehr gerne, das Bunte. Das hätte ich ein bisschen dezenter gehabt, ne? Bisschen Nobelläden so. Sonst ganz gut eigentlich, aber es ist eben, ich weiß nicht, für uns ist ein bisschen wenig hier geboten so. Interessant zum Rumlaufen, das ist auch alles. Die meisten ziehen ja hier wieder aus, weil sie Mieten nicht bezahlen können. So wie es in Hamburg auch ist, in Einkaufszentren. Ja, Dr. Asche von der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck, wie man hier sagt, Sie haben gehört, die Kritik der Bürger, Nobelläden, rechnet sich die neue Passage? Ich bin fest davon überzeugt, Einkaufsgalerien und Shoppingcenter werden ihren Beitrag dazu leisten, dass es zu einer Revitalisierung der Innenstädte kommt. Dieses wird auch in Lübeck der Fall sein, das insbesondere, weil Lübeck hervorragende Voraussetzungen mit seinem Altstadt-Ensemble bietet. Und es ist hier in hervorragender Weise gelungen, dieses neue Zentrum, die Königpassage, in das Altstadtzentrum einzubinden. Das ist
ja auch ein bisschen blamabel für die Lübecker Kaufmannschaft. Die hätte ja eigentlich nicht den Holländern das Feld überlassen müssen, sondern selber hier bauen können. Das würde ich nicht so sehen. Sie wissen genauso gut wie ich, dass solche Zentren von Spezialisten nicht nur deutschlandweit, sondern Europa und weltweit platziert werden. Diese Spezialisten haben ein Know-how und deswegen haben wir auch hier in Lübeck einen solchen Spezialisten gefunden. Ganz kurz nochmal, gibt es auch Schwachstellen? Selbstverständlich gibt es Schwachstellen. Eine Schwachstelle hier in Lübeck ist die verkehrliche Erreichbarkeit. Sie haben einleitend darauf hingewiesen, dass heute mehrere 10.000 Menschen hier dieses Zentrum erreicht haben. Und dies wird natürlich auch in Zukunft der Fall sein. Und wir müssen diese Menschen unter anderem auch mit dem Auto an das Zentrum heranbringen. Und da haben wir Probleme. Muss man Lösungen finden. Sicher. Wir schauen uns noch ein wenig um in der neuen Passage, in der neuen Königspassage hier in Lübeck. Und damit gehen wir zurück nach Kiel. Ja, bei uns gibt es jetzt nochmal Nachrichten. Natürlich für alle Geschäfte, aber besonders in Lübeck in der Königpassage. Seit genau einem Jahr können dort die kauflustigen Hanseaten unabhängig von Wind und Wetter gemütlich unterm Glasdach von Laden zu Laden bummeln. Doch der König-Kunde ziert sich ein bisschen. Die Erwartungen der Geschäftsleute sind nicht so erfüllt worden wie geplant. Nach einem Jahr Königpassage, Tim Elwart mit einer Bilanz. Die Einladung ist ausgesprochen, doch nur wenige Lübecker hatten heute Morgen Lust, durch die König-Passage zu bummeln. Wenn zur besten Einkaufszeit in Hamburg oder Kiel die Bude brummt, dann verlieren sich an einem Mittwochmorgen gegen 10 höchstens ein paar Dutzend Lübecker in dem Einkaufsjuwel. Vor einem Jahr noch rauschend gefeiert, reißt nun der Kunden- und Guckerstrom deutlich ab. 6.000 bis 8.000 Besucher finden nach Angaben des Managements täglich den Weg in die Passage, nicht aber in die Geschäfte. Viele kleine Ladeninhaber kommen nicht auf ihre Kosten. Was noch nicht da ist, ist die Kundenfrequenz im Grunde. Es wird noch nicht als der Anlaufpunkt in Lübeck gesehen. Hier fehlen einfach ein paar Highlights, auch vor allem gastronomisch. Wenn man jetzt das Hanseviertel in Hamburg sieht, kann man sich vorstellen, was hier möglich wäre. Konzeptionell glaube ich, dass das Management anfänglich am Lübecker Markt oder an den Lübeckern allgemein etwas vorbeigeplant hat. Also ich hätte es für gut gefunden, wenn man zum Beispiel hier so etwas wie einen Lebensmittelmarkt mit gleichzeitigen kulinarischen Ständen noch hineingebracht hätte. Doch stattdessen reiht sich ein Geschäft der gehobenen, anspruchsvollen Klasse an das nächste. Die gesamte König-Passage soll 100 Millionen Mark gekostet haben. Diese gigantische Summe muss sich irgendwie für die Investoren rechnen. Deshalb natürlich hohe Mieten. Um die 10.000 Mark pro Laden. Für das Management geht somit die Rechnung auf. Also das Konzept ist aufgegangen. Aus dem einfachen Grunde, weil es uns gelungen ist, von Anfang an den richtigen Mietermix zu finden. Wir sind nicht angetreten, der billige Jakob von Lübeck zu sein, sondern wir haben immer gesagt, wir wollen ein breites Spektrum an Einzelhändler bieten, im mittleren bis in den gehobenen Bereich. Wir haben also nie versucht und wollen es auch nicht, in den billigen Bereich hineinzugehen. Das ist nicht unsere Schiene. Kritik auch am Gastronomiebereich. Angeblich das falsche Angebot, zu hohe Preise und das falsche Konzept. Was der gesamten Passage fehlt, sind Kunden, die hereinkommen, bummeln und etwas kaufen. Die sogenannte Laufkundschaft. Doch die wird häufig von den hohen Preisen abgeschreckt. Wenn ich da so gucke, wenn ich dachte, eine Hose da 200 Mark oder 190 Mark ausgeben soll, dann ist das ein bisschen teuer. Einkaufen bisher eher weniger. Warum? Zu teuer? Ja, von der Preiskategorie her eher doch etwas teurer als in anderen Bereichen. Ein Jahr König-Passage, für einige zufriedenstellend, für viele aber vom Konzept her nachbesserungsbedürftig. Es wird wohl noch etwas dauern, bis wirklich alle Lübecker mit der Passage rundum zufrieden sind.